bin der Luca Hische, als 13 und bin Stürmer. Luca, warum bist du schon im Juniorenalter zum SCB gekommen? Ja, vor 5 Jahren bin ich hierher gekommen. Also, der Grund war, weil mein Ex-Club, Fisch, hatte keine offizielle Elitenstufe, nur die Top. Und dann hat sich das halt ergeben, dass ich hierher gekommen bin, um das höchste Niveau zu spielen auf der Juniorenstufe. Was kannst du mir über den SCB erzählen? Was weißt du über diesen Club? Der SCB ist für mich einer der besten Clubs in der Schweiz. Ich finde, hier das grösste können von dieser Kulisse zu spielen. Und es ist natürlich auch schon von den Junioren auf eine sehr gute Infrastruktur. Was weißt du über die Stadt, über Bern? Ja, sie hat eine schöne Altstadt und im Sommer sind wir echt gerne mit Freunden in Marzilli. Orientierst du dich vor allem an den jüngeren Spielern, also an einem Sammy Kreis oder einem Julian Schmutz, oder eher an einem Erfahrenen wie zum Beispiel Martin Plüss? Ja, sicher. Die Jungen sind auch gute Kollegen von mir. Und wir haben zusammen viel in der Juniorenzeit verbracht, aber klar, die Eltern, das sind sicher richtige Vorbilder und die wissen halt schon, was Profisportler heisst. Wie sehen deine persönlichen Ziele aus für die kommende Saison? Ja, bei mir ist jetzt noch nicht klar, ob ich fix hier kann spielen oder darf spielen. Aber ich werde sicher hier mein Bestes geben. Dann sieht man, ob es mir reicht. Und wenn nicht, werde ich halt Nazi B mit der B-Lizenz spielen.